Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Thanos The Adventure. Es hat wirklich nicht lange gedauert, dafür, dass ich in der letzten Folge so lange gemeckert habe, es hat wirklich nicht lange gedauert, den richtigen Weg zu finden. Ich habe nämlich etwas komplett vergessen. Ich muss jetzt nochmal gucken, wo es genau war. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ah, genau hier. Ja, und zwar ist das, glaube ich, so ziemlich der Ort, wo wir unser Schwert verloren haben. Ich speichere hier mal ab. Ich erwarte, dass gleich wieder ein Kampf stattfindet. Wir sehen da auch schon. Ja. Huch, da steht ja dieser Moblin, der mein Schwert gestohlen hat. Den Typen gibt's auch noch. Was hat dieser Moblin wohl am besten verdient? Vergeben oder bestrafen? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir laufen hier die ganze Zeit durch. Warum sollte ich und töten die Schergen von Volgarion? Warum sollte ich dem jetzt vergeben? Wir strafen natürlich. Kuckuck. Okay, ich dachte, wir kämpfen. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir ihn in die Lava schubsen. Das ist jetzt schon so ein bisschen bitter. Jetzt ist es nur noch ein Geschmolzen am Moblin. Während du den Blick auf den Boden hältst, fällt dir auf, dass dort ein Geldbeutel liegt. Wir werden sogar noch mit Geld belohnt. Jetzt hätte mich ja fast... Ich bin fast in Versuchung, nochmal den Speicherstand zu laden und zu gucken, was passieren würde, wenn man ihm vergeben würde. Aber ja, wie das so bei Rollenspielen ist, werde ich es nicht tun. Weil, ja, ich weiß nicht. Wenn ihr sehen wollt, was dann passieren würde, dann müsst ihr halt selber spielen. Was fällt denn dort von oben runter? Oh nein, bitte nicht so eine Hand. Nicht so eine Hand, nicht... Ach. Na, wenigstens tötet sie mich nicht sofort. Ich hoffe, wir schaffen das jetzt hier. Ich greife es mal so an und gucke mir das an. Hui. Okay. Wie hieß die? Klaue des Todes. Ein sehr verheißungsvoller Name. Ich mach erstmal weiter. Dunkle Aura. Okay, schon wieder Schatten. Das soll wie Blindheit wirken. Und wir können uns dagegen schützen, indem wir... Also wir können mit Magieangriffen halt weiterhin Schaden machen. Deswegen werden wir jetzt auch Magie nehmen. Dazu zählen die beiden hier aber zum Beispiel sowas wie Zweifachschuss halt nicht. Deswegen hatten wir mit Zweifachschuss auch nicht getroffen. Das hat mir der nette Entwickler in einem Kommentar erklärt. Nur Magieattacken treffen bei sowas noch. So, wir machen jetzt halt nicht sehr viel Schaden. Ach, guck mal, ist schon wieder geheilt. Ja, und Schatten funktioniert wohl wie Blindheit. Also sollten wir da auch nicht versuchen, mit normalen Angriffen was zu starten. Das können wir so ziemlich vergessen. Okay, noch ist gut. Wieder Schatten. Dann nehmen wir einfach nochmal ein bisschen Mana-Trank. Nehmen wir mal den hier. Verteidigungsraub auch noch. Oh, das finde ich nicht so schön. 540, leider nicht so viel. Mein Zweifachschuss wäre mir natürlich viel, viel lieber. Aber naja. Oh, geblendet jetzt auch noch. Schatten sind weg, aber wir sind dafür noch geblendet. Okay. Ich nehme mal noch einen besseren Mana-Trank, weil ich auch Angst habe, dass der gleich anfängt mit sehr schlimmen Attacken. Da wir schon so viel Leben weggenommen haben. Wir sind nicht mehr geblendet. Das heißt, wir können erstmal so angreifen. Hat nicht funktioniert. Sehr gut. Ah, ist ausgewichen. Angriffsraub. Der macht sehr viele so eine Sachen. Ganz ehrlich, da würde ich fast schon mal wieder den Zweifachschuss machen. Sehr schön. Das klappt ja, wenn wir nicht geblendet sind. Das ist ja kein Problem. Schattenstrahl. Oh, oh. Okay, hat nicht funktioniert. Klang böse. Schattenmantel. Auch nicht funktioniert. Wow, haben wir gerade ein Glück. Wo wir sonst immer so viel Pech haben. Jetzt hat es funktioniert. Jetzt müssten wir auch was tun. Immer nur klein. Wir gucken erstmal, was er jetzt weiter macht. Wir sind geblendet, wir können trotzdem probieren. Trotz geblendet haben wir getroffen, nicht schlecht. Ich mach mal den Arkanen. Geschafft! Wow, bei diesem Kampf hatten wir mal richtig, richtig Glück. Das Spiel scheint uns langsam zu mögen. Sehr schön. Das speichere ich ja sofort mal. Und jetzt müssen wir uns erstmal hier wieder so ein bisschen über den Berg bringen, sag ich mal. So. Am besten gleich nochmal speichern. So. Sehr schön.
Das lief viel besser als gedacht. Ich dachte mit dem ganzen Blenden, oh Gott, das wird ja wieder was werden. War aber im Endeffekt doch ein sehr einfacher, schöner Kampf. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Einen silbernen Schlüssel. Ach du Scheiße. Wo haben wir denn ein Tor dafür? Ich weiß es nicht. Oh Mann. Geld. Oder ist der dann... Ach, warte mal. War's das dann schon? Okay. Na denn. Wieder den ganzen Weg zurück. Ist ja nicht so weit. Das war jetzt hier oben, ne? Oh Gott, ich und meine Orientierung. Das geht ja gar nicht. Ich finde das immer voll lustig, wie der Topf hier hin und her switcht. Sehr schön. Nein, dankeschön. Und nochmal hoch. Jetzt muss ich erstmal wieder gucken. Ich habe keine Ahnung. Achso, nee, hier ging gar nichts. Ich würde auch nochmal vom Entwickler darauf hingewiesen, dass er sowas auch niemals machen würde. Dass man sozusagen, wie ich es erst befürchtet hatte, hier sich überall durch Regale klicken müsste, um den Schlüssel zu finden. Also das hat er mir versichert, würde er nicht machen. Und da bin ich auch ganz dankbar für. Das kann jetzt wieder schief gehen. Ging es aber nicht. Und, dieser silberne Schlüssel passt zu diesem Schloss. Verwendet. Sehr schön. Oh Gott, es hört nicht auf mit den Flammen. Was ist denn das da für eine komische Flamme, die da einfach wartet? Die ist mir ein bisschen suspekt. Wir stellen uns am besten... Ah, scheiße. Naja, hätte ja klappen können. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube, ich muss mich doch vielleicht eher nicht ganz an den Rand stellen. Ich glaube, das wird nichts. Ich versuch's mal doch lieber von der Mitte aus. Oh, jetzt bin ich direkt reingerannt. Ja, hier kann man auch nicht viel schätzen. Das geht so fix. Da kann man eigentlich nur losrennen und irgendwie hoffen, dass man es schafft. Mehr ist da nicht zu machen. Aber was ist mit der da los? Ich speichere direkt mal. Was? Da hat sie sich einfach umgedreht. Hat uns in die Wüste geschickt. Oh, wie nett. Okay, also merken, keine... Ich wollte gerade schon meinen Namen sagen. Merken, Lenfir, keine Flammen ansprechen, die irgendwo in der Wand festgebackt sind. Okay. Na bitte, eine weitere Truhe. Goldener Schlüssel? Zuerst wirst du jedoch sterben, Hornsteinwächter. Was zum... Na gut, dann kommen wir jetzt doch nicht mehr drum rum. Ich mache erstmal wieder den Test. Puh. Okay, der hat wieder ein bisschen Leben. Ein bisschen viel. Betäubt. Okay, hat aber nicht funktioniert. Sehr gut. Nochmal. Okay, das wird jetzt wie verwirrt sein. Wir können nichts machen. Wobei wir auch nicht angreifen, natürlich. Oh, das gefällt mir aber nicht so. Das ist blöd. Oh Gott, nein. Ja, betäubt kann ich gar nicht leiden. Überhaupt nicht. Ich nehme mal einen Tausender-Trank. Doppelschlag kannst du gerne machen, auch wenn ich den auch nicht so geil finde, aber betäuben bitte nicht. Das ist ganz schlecht. Oh, jetzt sind wir nicht getroffen. Waren wir geblendet? Habe ich das nicht gesehen? Das könnte natürlich gut sein. Nee, ich wollte noch mal Mana nehmen. Das ist auch blöd, dass ich während der... Also, auch wenn ich betäubt bin, ich könnte doch wohl einen Gegenstand nehmen. Also, das verstehe ich nicht ganz. Warum ich da nicht weiterhin, ja, Tränke nehmen kann, einfach mal so. Na gut, man ist betäubt. Ja gut, man kann natürlich dann auch nicht in eine Itemtasche greifen. Ist vielleicht auch ganz realistisch. Boah, jetzt bomben sie uns aber auch zu mit Kämpfen. Oh, bitte betäub mich jetzt nicht. Ich habe nicht mehr... Ich sollte vielleicht was für Leben nehmen. Ich habe ein bisschen Angst bei der ganzen Betäubung hier. Na komm, nehmen wir... Doch, bringt was. Sind wir fast voll. Ich greife so an, weil wir geblendet sind. Wir könnten natürlich auch mal versuchen... Oh, ich kann nicht Zauber wirken. Doch, ich dachte, die Sprechblase wäre dann auch, dass ich keinen Zauber machen kann. Mal gucken. Doch, funktioniert, aber 500 Schaden nur ist natürlich nicht so viel. Wir treffen halt mit Sicherheit. Aber gut. Ich greife so an. Okay, wir sind größtenteils wohl wieder normal. Tempo ist jetzt leider verringert worden. Autsch. Habe ich noch Wassertränke genug? Ja, komm, nehmen wir mal ein.
So viele hatten wir ja noch nie. Orkan. Jetzt wird er böse. Glück gehabt. Komm, ich nehme noch mal einen großen. Genau deswegen. Weil jetzt haben wir noch ein bisschen Spielraum. Bringt das was? Ich hätte vielleicht auch normal angreifen können. Oh, das bringt sogar weniger als unser normaler Schlag. Das war jetzt nicht so gut. Oh, oh. Kritisch. Okay, wir haben Glück gehabt. Ich nehme mal den hier. Sehr viel Glück gerade. Mensch, so viel Glück hatten wir echt selten bei Kämpfen. Wow. Oh, gut. Er hat uns nicht mit Orkanen zugespammt. Sehr schön. Puh, jetzt aber zurück zur Truhe. Und wir kriegen titanische Onyx-Handschuhe. Diese Handschuhe sind wohl noch effektiver als die Panzerhandschuhe der Stärke. Ich werde diese lieber austauschen. Ja, Panzerhandschuhe der Stärke entfernt. Und hat er jetzt die anderen angezogen? Die kann ich nicht selber machen, ne? Nee. Okay. Das heißt, das können wir gleich mal testen, ob was das heißt. Ich nehme erstmal wieder hier so ein bisschen. So. Jetzt geht es uns wieder einigermaßen okay. Ist hier noch irgendwas? Ich sollte nicht immer so schnell wieder rausstürmen, sondern mir erstmal irgendwie ein bisschen was angucken. Aber ich glaube. Ich sehe jetzt hier nicht wirklich. Oh, guck mal. Hier ist jetzt alles aus. Ach, wie cool. Sehr schön. Aber wo ist Volgarion? Oh, hier ist nicht aus. Ach, wie gemein. Ich dachte, jetzt wären alle Dinge aus. Na gut. Boah, das war knapp. Das war mir viel zu knapp. Okay. Das ging ja gerade noch so. Ich rechne noch. Oh, guck mal, kann ich die jetzt nehmen? Weil die waren zu nö. Verstehe ich nicht. Muss ich die doch noch anziehen, die anderen? Warte mal, sind die hier irgendwo? Ach, hier sind sie. Aber kann ich nichts mitmachen, nee. Sind so schwer. Kann sie aber trotzdem nicht nehmen. Schade. Naja, dann machen wir was anderes. Und zwar das hier. Das müsste doch jetzt gehen, oder? Mit den neuen Handschuhen kann ich diesen Onyx-Stein wegschieben. Boah, den haben wir nicht nur weggeschoben. Den haben wir aber wirklich mit dem Schlag einmal weggekickt. Wirklich fast, also, ja. Krass. Bin ich jetzt Super Saiyajin? Wissenstrank. Wie, ich krieg nur einen Wissenstrank? Was ist das für ein Scheiß? Na gut. Hier, noch ein bisschen Mana. Finde ich ganz gut. Können wir gebrauchen. Aber, Volgarion? Also, ich meine, warum sind wir denn hier? Ich kann das echt nicht nehmen, ne? Komisch. Ist das ein Fehler? Ich hätte ja gedacht, dass wir damit die auf jeden Fall nehmen können. Das verwundert mich gerade etwas. Meine Stimme versagt mir gerade ein bisschen. Tja, was jetzt? Was jetzt? Jetzt haben wir die Handschuhe. Also wir hatten öfter mal so eine Dinger, aber... Was kann ich hier jetzt noch machen? Also ich meine, wir sind doch wegen Volgarion hier und nicht um Handschuhe zu bekommen. Hier ist sonst nichts. Muss ich wieder einmal ganz zurücklaufen? Hier ist auch nichts, ne? Nee. Nope. Da unten ging es nicht weiter, oder? Wartet mal. Nee, das war ja auch nur einmal rum. Okay. Hier geht's nicht weg. Nee. Dann, ja, bleibt mir jetzt nur zum Ausgang zu gehen und irgendwie zu hoffen, dass sich Volgarion uns vielleicht nochmal zeigen wird. Oder war ich hier? Nee, warte mal. War hier noch irgendwo was? Oh Gott, ich weiß es nicht. Oh! Ah, warte mal. Vielleicht gehen irgendwie so die Zacken auf. Ja, ja, ist okay. Ist okay. Muss jetzt nicht nochmal sein. Ich habe halt keine Ahnung, wie wir die schieben sollen. Ich mache einfach mal irgendwas. Ha! okay, die muss aber auch noch runter anscheinend. Na, ich speichere vielleicht nochmal vorher. Ich habe ein bisschen Angst gerade, dass hier gleich ein Event passiert. So. Ja, Event.
Okay. Nein, immer noch nicht. Die sind aber auch anhänglich, die Dinger. Wie bei Zelda. 15 Minuten. Wir haben noch Zeit. Wir haben auf jeden Fall noch die Zeit. Ich werde jetzt hier nicht mittendrin nach 15 Minuten abbrechen. Das wäre echt gemein. Ah, das wäre echt böse, oder? Wenn ich das jetzt machen würde. Ein Schatten. Ach, hallo Händchen. Ich greife das mal so an. Habe ich die auf beiden Seiten oder ist die nur einmal hier im Raum? Ich hoffe, die ist nur einmal. Komm, ich klopse erstmal so ein bisschen runter. Ja, jetzt können wir anfangen mit den Sachen. Arkan. Wir könnten auch mal explosiv probieren. Ich weiß gar nicht, warum ich immer Arkan nehmen will. Okay. Keine Ahnung. Hat sich so eingebürgert. Ja, kommt aufs selbe hinaus, würde ich fast sagen. Ich nehme mal einen Trank. Ja, gerade mit dem Schatten kann ich halt nicht so viel machen. Geblendet auch noch. Jetzt haben wir beides. Da braucht man gar nichts mehr machen, hat mir der Entwickler gesagt. Dass wenn das beides auf einem drauf ist, dann kann man es auch vergessen. Außer natürlich Magie, wie gesagt. Immer noch geblendet. Ja, ach komm. Machen wir noch ein klein bisschen mehr als mit dem Explosiv. Verbrauchen aber natürlich auch dementsprechend mehr Mana. Ist halt so. Aber das können wir ja auffüllen. Oh Mann, der ist aber auch fies. Der ist jetzt wieder gemein. Okay, komm, ich mach mal nur die 800 verbrauchen. Oh, der hat jetzt aber auch deutlich weniger gebracht. Na, das ist so in etwa das. Okay. Verteidigung verringert. Oh, jetzt werde ich wahrscheinlich nicht treffen. Nee. Obwohl wir vorhin auch geblendet getroffen haben. Aber diesmal ist es leider nicht so nett. Na komm. Geht doch. Jetzt muss ich mal wieder heilen. Ich nehme mal nur einen kleinen. Die Hand macht nicht so viel. Oh, Schattenwurge klingt böse. Ist aber gar nicht so böse. Na, Mist. Na, obwohl, ich habe doch ein bisschen Angst. Ein bisschen mehr HP als 800 will ich schon haben. Und 900 auf jeden Fall hier. So, wir sind frei von allen Sachen. Na, komm. Na, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen mal wieder. Ich muss ich doch mal ein bisschen mehr raushauen. Komm, ich nehme jetzt mal den hier. Ist doch ein bisschen wenig mit der 750. Hm, kann ich hier noch irgendwas? Na, nicht wirklich. Wir versuchen es mal so. Wie? Das war böse. Wir machen eigentlich ziemlich guten Schaden auch so. Oh. Da hat er jetzt auch rausgehauen. Mal gucken. Es ist natürlich ein bisschen gewagt, immer ohne Mana an diesen Endkampf zu gehen. Aber komm, das schaffen wir jetzt auch noch. Hat sonst stärker abgezogen. Der Schlingel. Okay, jetzt aber. Geht doch. Sehr schön. Puh, gut. Hätten wir. Ich speichere mal und ich glaube, wir müssen uns auch wieder ein bisschen. Ja, ein bisschen mehr hier. Na, nehmen wir mal einen kleinen. Und den auch nochmal. So, so halb leer möchte ich ungern wo reingehen. Ja, das ist jetzt das Blöde. Eigentlich wollte ich das ja nicht machen, den Cut hier vor. Aber ich werde ihn wohl machen müssen. Denn, ja, wir sind jetzt fast bei 20 Minuten und der Kampf hat es jetzt leider. Wir können mal gucken. Nee, die Hand ist nur einmal. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ja, vielleicht gibt es da einen Endkampf gegen Volgarion. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.